Ich hoffe, dass es ein Aufschwung ist. Der Wintersport ist ja jetzt schon auch immer wieder in der Kritik gestanden. Man denkt sich, wie lange geht es überhaupt noch gut? Ist es überhaupt sinnvoll, Kinder und Jugendliche noch zum Wintersport zu bringen? Da würde ich ganz klar Ja sagen. Es ist eine Faszination, es ist ein toller Sport und ich hoffe, dass es in Zukunft ganz viele wintersportmotivierte Menschen gibt. Der Beginn war sensationell, richtig stark, gleich mit einer Goldmedaille von der Denise. Und auch die Athleten, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, haben den Anschluss super geschafft, vor allen Dingen im Damenbereich. Hat mir Sophia Schneider, Hanna Kiewinger, die haben richtig viel Spaß gemacht. Bei den Männern hat es gute Platzierungen gegeben, fehlen aber natürlich die Medaillen. Es ist schon noch die eine oder andere Baustelle da, aber es ist nicht ganz so schlecht, wie der Medaillenspiegel vielleicht verlauten mag. Es ist natürlich schwierig, so diesen einen Leistungsträger zu haben, aber vor allen Dingen mannschaftlich sind sie, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und wenn ich zurückblicke auf die Europameisterschaft mit der Selina Grotian, die gerade erst 18 Jahre alt geworden ist und da ordentlich abgeräumt hat, ist es auch im Nachwuchs nicht so schlecht, sondern da kommt schon einiges nach.